Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Tja, in der letzten Folge sind wir durch die verlassene Quarantänezone gelaufen. Und heute geht's durch den Untergrund, durch einen Tunnel. Und ehrlich gesagt, naja, macht der nicht gerade den vertrauenswürdigsten Eindruck. Wir können mit den Medikamenten was basteln. Fertigungszeit. Ich würde eher auf die Lauschmodus-Distanz warten, aber halt, wir können die Axt noch ein bisschen fabrizieren, würde ich sagen. So. Wir haben es bald zu den Fireflies geschafft. Hier haben wir noch ein paar Pfeile in einem Auto stecken, okay. Ziegel und leere Flaschen. Oh ja. Sogar ein Bloater dabei. Ach du Scheiße. Gibt's hier oben irgendwas? Nee, hier nicht. Ach hey. Eieieiei. Oh Mann. Runner, Klicker, Bloater, ist ja fast alles dabei hier. Okay, da hätten wir einen Runner, den können wir so ausschalten. Einer weniger. Da ist noch ein Runner, um den kümmern wir uns als nächstes. Mann, oh Mann. Ich hab's gesagt, in solchen Infizierten- oder Zombie-Dingern sollte man nie unterirdisch sein. Okay. Wieder einer weniger. Und hier oben gibt's da irgendwas? Nee, dann wollen wir doch erst da hinten. Ich weiß, dass es auf irgendeinem der Trailer hier irgendwas gab. Okay, ganz langsam wieder runter. Uff. Man kann hier durchkommen ohne großen Waffeneinsatz und so, aber da sollte man wirklich sehr vorsichtig sein. Kann hier aus. Dabei sieht das hier so nett aus mit den Pflanzen, aber es klang jetzt fast so, als hätten die uns entdeckt. Aber war eine Fehlmeldung. Da hinten ist noch ein Runner, aber werde ich mal ignorieren. Die werde ich mal schon in Anschlag nehmen. Ich weiß nicht, wo lang. Am besten doch durch diese Tür da. Solange wir nicht zu laut sind, dürften die uns nicht bemerken. Einfach weitermachen. Genau. Hier haben wir noch ein bisschen was. Was auch immer wir alles davon brauchen. Die Brechstange nehme ich nicht. Alkohol auch nicht. Eieieiei. Wir schaffen.
Zum Glück hören die es aus irgendeinem Grund nicht, wenn jemand hier erwürgt wird, dabei rumschreit. Okay. Nächster. Boah, ist das ein, sind das Augen eben. Boah. So. Jetzt noch du, Kumpel. Okay, hier könnte man sich's mal leisten, den Kopf zu zerstampfen. Puh. Da ist noch eine Tür. Natürlich. Nicht begehbar. Ah. Werkzeuge, Schere, Klebeband, Munition fürs Gewehr, sehr schön. Der Rest ist voll. Okay. Bleib hier. Uiuiuiuiui. Da hinten sind noch viel mehr. Hier haben wir noch eine Machete. Ich werde mal auf diesen Trailer da mit dem roten Fleck versuchen raufzukommen. Ich glaube, da war das, was ich suche. Man kann es auch übertreiben. Ja, ich weiß, ein Runner. Aber solange wir nicht zu laut sind. Ja, wusste ich's doch. Hier ist noch so ein Trainingsbuch. Bomben verbessert. Explosionsradius ist jetzt zweimal so groß. Aber das werden wir jetzt hier nicht ausprobieren. Wir können es schaffen, uns hier durchzuschleichen. Gegen zwei Bloater auf einmal und noch den da hinten habe ich echt keine Lust. Bloater sind genauso blind wie Klecker. Aber trotzdem sollte man es nicht ausreizen. Scheiße. Ganz ruhig. Okay, sah gut aus. Die Kiste wäre ein guter Tritt. Ellie, geh da hoch und stoß die Kiste runter. So, und hopp. Zum Glück hören die auch die Kiste nicht. Wäre nämlich schlimm. Vorsicht da unten! Hopp. Ja, nicht rüber, sondern drauf. So. Okay, ab jetzt könnt ihr uns nichts mehr. Höchstens Bloater könnt uns noch erreichen, aber. Und weg. Boah. Hat gut geklappt. Mann. Alles klar. Ich glaube, hier kriegen sie uns nicht. Okay. Gut. Pass auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machst du ganz so weit. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Na, wäre eigentlich mal an der Zeit. Okay. Wahrscheinlich, ja, hier unten durchtauchen. Ja, gut. Durch diesen Bus durch. Hier hinten wieder rauf. Ich bin jetzt drüben. Okay, Moment. Halt.
So, Leiter. Ich habe aber trotzdem noch Infizierte. So. Bitteschön. Ja, ich glaube. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Haha, wusste ich's doch. Hier ist noch ein Comic. Ich hätte Schreck gekriegt. Mann. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Cool. So, dann wollen wir mal sehen, ob es wirklich so ein eisiges Wasser ist. Ich meine, eigentlich müsste es Joel schon wissen. Der ist gerade geschwommen. Der ist triefend nass, normalerweise. Ah. Natürlich. Und noch eine versperrte Tür. Und ein Infizierter, der da rumhängt. Verarschen lasse ich mich nicht. Gut, dann eben so. Jetzt kannst du rüber. Okay, hier mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach. Man kann sie auch vorher drüber werfen, aber dann hätte der Infizierte sie angefallen. Und so mache ich das lieber vorher. Gut, was haben wir hier? Aha. Ein bisschen was zum Basteln. Ah, und eine Werkbank. Mal sehen. Okay. Wie, 40 bloß? Das ist ein bisschen scheiße wenig. ein was können wir machen. Schussfolge. Streuung. Ich würde sagen, Schussfolge. So. Sieht gut aus. Wie sieht es überhaupt mit der Waffe aus? Haben wir da noch? Ja, sieht gut aus. Oh. So, dann hätten wir hier noch eine. Naja, aber vorher noch eine Tür zum Aufsperren. Haben wir denn so einen Pfeilverschleiß gehabt, dass wir so viele aufnehmen können? Ein paar Medikamente. Irgendwo, ah ja. Das ist voll. Das ist krass, wie viel wir immer voll haben. Munition ist auch nicht zu gebrauchen. Flammenwerfer-Munition voll. Eieieiei. Ich bin es eigentlich schon gewöhnt, auf schwer oder auf Überleben das zu spielen. Da kriegt man eindeutig mehr in die Taschen. Sieh mal! Da ist es! Ah, fast da. Gut. Aber erstmal müssen wir da rüberkommen. Sieht nämlich nicht gut aus. Zum Springen ist es auch zu weit. Na. Da oben ist zwar eine Leiter, aber. Mal sehen. Ach ja, ich bin auch blöd. Einfach hier unten durch. Hatte ich schon wieder vergessen. So. Also das mit dem nicht schwimmen können, das könnte irgendwann wirklich mal zum Problem werden.
So, hier rauf. Da war ich schon mal drin. Aber gibt's nichts wirklich Interessantes. So. Seht ihr? Nur irgendwas, was hier rumliegt. So. Hier durch. Oh. Ah ja. Ja, super. Und hops. Und rauf auf die Dreckspalette. Okay. Hör auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. So, jetzt kann sie da rauf und uns die Leiter runterholen. Ach. Wir triefen. Na? Irgendwie sieht die Leiter ein bisschen komisch aus. Alles klar. Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Ja, früher habe ich das ein bisschen umständlich gemacht, aber dann, man kann sie einfach hier aufstellen, hoch und die Leiter wieder aufnehmen. Stattdessen bin ich früher immer denselben Umweg nochmal geschwommen. Sorry Leute, gab wieder einen kleinen KPP. Sind nicht allzu weit weg. Gut, die Leiter werden wir jetzt hier runterstellen. Dann runter und die Leiter über den. Ja. Wir werden einfach die Kluft überbrücken. Oh, okay. Gute Idee. Nett, dass du uns zusiehst. Gut. Joe, schneller. Okay. Oh, oh. Oh, Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Uff. Sie sollte möglichst nicht ins Wasser fallen. Hä? Nein. Ja, hey, nicht nachmachen, okay? Ich gebe mir Mühe. Okay, das hatte ich auch noch nicht, dass ich mal ins Wasser gefallen bin. Aua. Tja, die ist noch jünger, die kann besser springen. Und hopp. Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Gut. Ja, ich würde sagen, an der Stelle, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ellie, würdest du mal warten? Immer dieses Mädel. An der Stelle mache ich jetzt einen Cut. Und ja, an der nächsten Folge werden wir hier weiter klettern. Also, ja!